Horst, mittlerweile, wie lange kennen wir uns? Über 20 Jahre. Ich war dabei beim ersten Mal, als du im Keller damals noch das erste Bang Ahead veranstaltet hast. Oder es war noch kein Bang Ahead, glaube ich, aber es war auf jeden Fall schon Kult damals. Und ich gratuliere dir recht herzlich zu 20 Jahren Metal-Geschichte. Weiter so bitte und nicht aufhören. Nicht mal drüber nachdenken bitte, ja? Gratulation von Destruction und mir. Ja, lieber Horst, ich gratuliere dir und deinem Team zu 20 Jahren Bang Your Head in Balingen. Sensationelles Festival, mega Line-Up, mega Stimmung und für mich ganz, ganz wichtig, familiäre Atmosphäre, Klassentreffen, Familientreffen der Heavy-Metal-Szene in Deutschland. Man trifft wieder immer bekannte Gesichter, die wir zum Teil schon seit 30 Jahren kennen, von Beginn an German Metal Underground. Und es ist für mich ein Highlight im Jahr, Bang Your Head. Und ich glaube, wer hier einmal war, der kommt immer wieder. Und so wird es in meinem Fall auch sein. Rock on. Danke dir, Horst. Ciao. Hey, Horsti. Ja, 20 Jahre Bang Your Head. Mein Nacken tut immer weh. Gratuliere dir ganz toll, dass du das durchgehalten hast und dein ganzes Team. Und macht weiter die nächsten 30 Jahre. Bang Your Head. 20 Jahre Bang Your Head. Klasse. Immer wieder geile Bands, man trifft Leute, die man seit 150 Jahren kennt und ja, Horst, mach weiter, ich komme dann zum 40. wieder. Tschüss. Bang Ahead, alles Gute. Horst, 20 Jahre Bang Ahead, 20 Jahre Spaß. Ich habe immer Spaß und wenn ich Spaß habe, hat jeder Spaß. Hau rein, auf die nächsten 20 Jahre. Hello, this is Kate from Hyrax at the Bang Your Head Festival here in Germany, 2015. But I can say after all the years that we've been here, it's one of the best festivals in the world with all true headbangers. Thanks to the entire staff for having Hyrax here. And everybody that's watching this, always stay metal and bang your head. Also, wie wir sehen, feiern wir dieses Jahr 20. Jubiläum Bang Your Head Festival. Von mir aus recht herzlichen Dank für die ganze Jahre und ich halte fest die Daumen für Horst, Ines und ganze Crew von Bang Your Head. Fest die Daumen für die nächsten 20 Jahre. Tschüss. Ja, Horst und Ines natürlich auch. Herzlichen Glückwunsch zu einem 20. Bang Your Head. Unglaublich. Aber es sagt schon genug, dass der Metal Mike hier ist, obwohl in Eindhoven bei mir um der Ecke das Dynamo Metal Fest am Gang ist. Aber ich habe wirklich gewählt, um hier bei dir bei Bang Your Head zu sein. Herzlichen Glückwunsch und hoffentlich noch viele Jahre hier das schönste Festival von Deutschland. Ja, Raubvögel und Metal-Fans haben eins gemeinsam. Sie fliegen beide zum Horst. Okay, das wollte ich schon immer mal sagen. So viele Jahre Bang Your Head Festival, wer hätte das gedacht? Das ist einfach eins der geilsten Festivals, alleine schon aus einer Tatsache raus. Eine Bühne. Und dann natürlich noch die Halle. Aber dieses 5 und 10 Bühnen auf Festivals wie bei gewissen norddeutschen Festivals ist eigentlich ziemlich anstrengend. Und dann steht man mittendrin und es klingt irgendwie wie Scheiße, weil man auf der einen Seite eine Death-Metal-Band hört und da hörst du eine Melodic-Rock-Band. Hier beim Bang Your Head ist alles noch oldschool wie damals beim Monsters of Rock. Oder wie hieß dieses mit diesem kleinen Specht-Eier Woodstock, genau, dieses 60er-Jahre-Festival. Nee, ich muss sagen, Bang Your Head ist definitiv, und ich schleim ja nicht drum, weil ich wäre ja nicht dafür bezahlt, mein Lieblingsfestival von den Großen, und ein Großes ist es definitiv. Und ich hoffe, dass es noch die nächsten Jahre so weitergeht. Irgendwann werden die ganzen Headliner mal in Rente gehen. Aber Bang Your Head hat jetzt schon bewiesen, dass man auch Bands, die bisher nie Headliner waren, wie zum Beispiel Saxon, die auf anderen Festivals vor 2 Jahren irgendwie um 15 Uhr gespielt haben, haben hier beim Bang Your Head als Headliner funktioniert. Und das sind einfach mutige Entscheidungen, die für mich ausmachen, das Bang Your Head Festival ist einfach was Spezielles und geiler geht's nicht. Vielen Dank für all die Jahre. Ich nehme nichts an. Hallo Horst, hier ist der Peter von Accept. Wir wollen uns mal bedanken. 20 Jahre Bang Your Head. Und heute Abend, 9.15 Uhr, Bang Your Head with Accept. Ich glaube, es war 2001, da war ich zum ersten Mal hier. Und das Bang Your Head ist immer eines der schönsten, entspanntesten Festivals in der Saison. Hier ist einfach alles immer total nett und harmonisch und ein schönes Line-Up. Ja, deswegen sage ich danke für 20 Jahre Bang Your Head und gratuliere ja auch im Namen der Rockhard-Redaktion. Dankeschön.
Horst, 20 Jahre Bang Your Head, vielen Dank, dass ich auch diesmal wieder dabei sein durfte. Du bist übrigens schuld, dass ich mich hier wieder mit den Künstlern rumtreibe, denn das erste Bang Your Head, was ich mitgemacht habe 2003, war zugleich auch für mich ein Wiedersehen mit alten Heroes aus meiner frühen Rock-Hard-Phase. Ob das jetzt Anvil waren, Raven oder Y&T, du hast mich dazu gebracht, dir mit den DVDs zu helfen. Wir haben viel Spaß gehabt, auch ein bisschen Erfolg. Die DVDs waren auf jeden Fall Highlights. Die Bücher, die großen mit den DVDs, waren natürlich noch viel größere Highlights. Heute, 2015, bin ich froh, wieder an deiner Seite zu sein, ein paar filmische Beiträge mit beizutragen. Und ich danke dir auf jeden Fall. Mach weiter so. Für dich und Ines alles Gute, auch für die nächsten 20 Jahre beim Bang Your Fucking Head.